Danach schlägt die Intensität das Kreative. In der 18. Minute ein Freistoß für Rapid von Jonas Auer und der landet auf der Stirn von Filip Stojkovic. Rapid in Führung. Der perfekte Abschluss von Filip Stojkovic, begünstigt durch den Stellungsfehler von Max Wöber, der hier das Abseits aufhebt. Das Salzburger Timing in der Rückwärtsbewegung misslungen und dann der ideale Kopfball von Filip Stojkovic. Keine Abwehrmöglichkeit für Philipp Köhn im Tor der Salzburger. Dann die 35. Minute, es gibt Corner für Rapid, es führt aber nicht Marco Grüll aus, sondern Jonas Auer. Und der findet punktgenau Emanuel Aivu, der Ausgleichstreffer der Wiener. Und das Tor gelingt wie schon gegen die Salzburger in der Bundesliga nach einer Standardsituation. Die Zuordnung in der Grazer Defensive passt überhaupt nicht. Affengruber verschätzt sich komplett. Aivu kommt völlig frei zum Kopfball, setzt diesen gekonnt. Und der Innenverteidiger mit seinem bereits dritten Saisontor. So steht es zur Pause in Graz 1:1. 83. Minute, der eingewechselte Demir mit dem Corner. Es herrscht Verwirrung. Kevin Wimmer behält den Durchblick, stellt auf 2:2. Riesenjubel beim Innenverteidiger. Es ist in seinem 7. Bundesligaspiel sein erster Treffer. Viele werden sagen, gerade Wimmer trifft. Heulund verpasst zunächst. Und Affengruber ins Gesicht von Aivu. Wimmer finalisiert technisch äußerst anspruchsvoll. Sehenswerte Vollendung des Verteidigers. Es ist wieder alles ausgeglichen und offen. Rapid beginnt offensiv in der 7. Minute. Diese Aktion von Robert Ljubicic, von Koch im zweiten Versuch gestoppt mit einem Foulspiel. Fabian Koch bei der WSG Retour in der Startformation nach muskulären Problemen. Marco Grüll nimmt sich der Sache an und trifft früh zur Führung für die Hütteldorfer. Für Grüll schon das dritte Tor. Per direkten Freistoß in der laufenden Saison, sein 6. Saisontor in der Bundesliga. Ferdinand Oswald macht keine gute Figur, bewegt sich zu früh in die Mitte, öffnet die Tormann-Ecke und das nutzt Grüll dankbar aus. Die WSG insgesamt mit 6-9 in der Startformation. Nach der Niederlage gegen Ried hat Thomas Silberberger einiges nicht geschmeckt. Schick auf Seiten Rapids mit der Kapitänsbinde, mit der guten 1-gegen-1 Situation. Und Kelvin Arase stellt in der 23. Minute auf 2:0. Für Arase das erste Tor in der laufenden Bundesliga-Saison. Davor gut verlagert von Grüll, kein Abseits von Schick. Der Erteltaler nochmal austanzt. Arase bewegt sich in den Rücken, wird übersehen von Kofi Schulz. Insgesamt die Zuordnung in der WSG-Defensive nicht optimal. Und damit Rapid mit 2:0 vorne. Nicht gut genug. Die 15. Minute, Stojkovic. Und da ist Bernhard Zimmermann. Vor einer Woche in Innsbruck mit dem Bundesliga-Debüt, hier mit seinem ersten Bundesliga-Treffer. Der 20-Jährige, der aus St. Pölten gekommen ist, lässt den Ball einmal auftropfen und schließt präzise ab. Mara und Menzel schaffen es nicht mehr einzugreifen. 54 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Frankfurt war gut im Spiel, aber dann kommt wieder Rapid. Grüll legt auf für, na klar, Bernhard Zimmermann, doppelt gemoppelt, 2:0 Grün-Weiß, 57. Eine starke Vorarbeit von Grüll, der hier den Ball gegen zwei Kärntner verteidigt. Saravagna kommt zuerst nicht ran und fälscht dann den Schuss von Zimmermann auch noch leicht ab. Aber der schlägt mit hoher Geschwindigkeit im Tor von Menzel ein. Aber Schluss war noch immer nicht. Tief in der Nachspielzeit. Arase eingewechselt für Demir. Erobert den Ball gegen Mara. Ferdi treff und jetzt ist es soweit. In der 5. Minute der Nachspielzeit macht er sein erstes Bundesliga-Tor. Grenzenloser Rapid-Jubel. Der Einzug in die Meistergruppe ist fixiert. Ein klarer Heimsieg gegen die Kärntner ist es auch. Rapid kommt in der Folge ganz gut in die Partie hinein, kurz vor der halben Stundenmarke. Dann der Angriff
über Petrovic. Er ist super, erster Kontakt von Marco Grüll und schon steht es 1:0. Eine herrliche Annahme des gebürtigen Salzburgers. Auch der Pass von Petrovic. Klug, perfekt nach vorne gespielt. Grüll macht das dann super, kocht Wimmer ab. Keine Abwehrmöglichkeit für Menzel im Tor der Klagenfurter. Nur 7 Minuten später dann wieder Rapid. Schnelles Umschalten funktioniert da so. Wieder hat da Petrovic seine Füße im Spiel. Grüll wieder retour auf Petrovic. Sein Schuss misslingt, aber die Flanke von Moormann findet ganz genau den Goldjungen in Grün-Weiß. Bernhard Zimmermann, drittes Tor in seinem dritten Einsatz für Rapid in der Bundesliga. Da lassen sich die Kärntner irritieren. Die Abwehrreihe ist schlecht positioniert. Der Wiener. Und die kommen richtig stark aus der Kabine. Marco Grüll vorbei an Getzos. Und dann ist da ja ganz genau Yusuf Demir. Erster Saisontreffer für den Zehner von Rapid. Da kann Grüll einfach vorbeispazieren am Griechen. Demir wieder sträflich alleine gelassen. Wieder passt die Zuordnung der Kärntner Defensivreihe nicht. Dann die 14. Minute und die wird zu einer Minute des Jubels für den SK Rapid. Galvao mit dem Risikopass. Ljubicic forciert den Ballgewinn. Zimmermann, Penz kann noch abwehren, aber gegen den Nachschuss von Ljubicic ist er dann chancenlos. 1:0 für Rapid, es ist das zweite Saisontor für den 22-Jährigen. Die Grün-Weißen belohnen sich für eine starke Anfangsphase und viel Druck gegen den Ball. Den Schuss von Shootingstar Zimmermann kann Penz noch abwehren, aber gegen das Nachsetzen von Ljubicic ist der Austria-Goalie dann chancenlos. Keine konkrete Tormöglichkeit in 45 Minuten, das sollte sich dann aber drastisch ändern. Wir schreiben die 52. Minute, Marco Grüll. Der aufgerückte Martin Moormann, seine Hereingabe stiftet ordentlich Verwirrung, die Salzburger indisponiert und das nützt Ferdi Treuf zum Ausgleich. Das nennt man Effektivität. Erste Torchance, erster Treffer für Rapid in der Red Bull Arena. Zimmermann, dann Knasmüller zur Pause eingewechselt und Treuf schließt ab, Köln ohne Chance. Aber die Salzburger schauen da allesamt in der Verteidigungsarbeit nicht gut aus. Auf dem Posten und in diese starke BRC-Phase hinein. Dann folgender Rapid-Angriff. Ljubicic auf Schick und dann ist Zimmermann zur Stelle. Und Rapid führt in der 38. Minute. Viertes Tor im 6. Bundesligaspiel für den erst 20-Jährigen. Demir leitet das Ganze ein mit dem Weg ins Zentrum. Ljubicic, Sitschik, guter Laufweg vom Rapidler, mit Übersicht die Vorarbeit. Und dann Zimmermann, wie man ihn kennt, humorlos. Kofler und Baumgartner können nicht mehr reparieren. Damit führt Rapid zur Pause doch etwas glücklich mit 1:0 seit September 2020. Und plötzlich hat der WRC die Chance auf den Sieg. Aber dann kommt Rapid, dann kommt Savic. Ein Kunstwerk von einem Tor. 19 Meter die Entfernung, 101 Stundenkilometer. Besser kannst du einen Ball nicht treffen. Erstes Bundesliga-Tor im dritten Spiel für Dragoljub Savic. Die Vorlage kommt von Binder. Zwei Rapid-Amateur-Joker entscheiden vielleicht dieses Spiel. Freistoß von Kuhn, von Sturm und dann in der Nachspielzeit tut sich doch noch ein bisschen was. Rapid gibt nicht auf, möchte zumindest den Ehrentreffer. Da ist Christopher Thibon schon ziemlich nah dran, der wohl in der Heimpartie gegen Sturm spielen wird, weil sowohl Aivo als auch Kevin Wimmer gesperrt in der nächsten Runde fehlen werden. Dritte Minute der Nachspielzeit läuft und es gibt doch noch das Tor für Rapid durch Ferdi Treuf nach der Ecke von Grüll. Der Anschlusstreffer, der aber zu spät kommt, nicht mehr als Ergebniskosmetik. Rapid findet danach keine Ausgleichschance mehr vor. An diesem Tag war der SK Sturm offensiv einfach effizienter und defensiv fast immer hellwach. Das war aber noch lange nicht alles.
Eine Minute vor dem Ende. Eine Co-Produktion der Wechselspieler. Binder mit dem Assist. Und Christoph Knasmüllner stellt auf 1:1 für die Hütteldorfer. Sein drittes Saisontor. Und alles ging von Jokern aus. Sturm zum ersten Mal in der Defensive unachtsam. Es ist wieder Knasi-Time. Die Partie wieder auf Null gestellt. 8 Minuten später. Rapid bemüht mit dem Ärger im Bauch. Der eingewechselte Zimmermann als Vorbereiter. Er gilt ja als der Kärnten-Schreck. Seine 4 Tore alle gegen Kärntner Teams erzielt und heute als Vorbereiter das verdiente 1:1 durch Treuf. 5. Saisontreffer für den Niederländer. Und wieder liegt der Außenseiter vorne. Dann Eckball. Unnötig diese Abwehr eigentlich von Saravagna. Da hätte er anders gehen können. Den anschließenden Eckball bringt Schick hinein und dann ist er wieder da. Fallrückzieher vom Torjäger, der Rapidler. Reuf zum 2:2. Natürlich der Ärger groß. Diese unnötige Abwehr in den Corner gibt die Chance für Rapid, diesen Ausgleich zu erzielen. In der Folge stabilisiert sich Rapid und die Grünen profitieren dann von diesem Fehler von Demarco. Aivu gewinnt energisch den Ball, schickt Arase. Und dessen präzise Hereingabe bringt Zimmermann im Tor unter. 1:0 für Rapid in Minute 37. Diesmal Aivu als Sechser aufgeboten, hellwach. Er initiiert die Szene. Arase nach langer Verletzungspause mit Speed und Übersicht. Zimmermann löst sich im Zentrum und bringt die Gäste mit seinem 5. Saisontor in Front. Den Jubel vor den Austria-Fans bewertet Schiedsrichter Jäger als zu exzessiv. Es dauert aber bis zur 35. ehe es soweit ist. Rapid immer wieder sehr gefährlich über den linken Flügel, wo sich auch Außenverteidiger Moormann immer einmischt. Dann Aivu heute wieder im Mittelfeld auf Krüll. 8. Saisontor, die überfällige Führung des SK Rapid in der 35. Minute. Ein Traumpass von Emanuel Aivu, keine Rede von Abseits, gute Ballannahme von Krüll. Baumgartner kommt nicht mehr hin und Kofler hat aus dieser kurzen Distanz keine Abwehrmöglichkeit. In dieser Saison davon ist in der Anfangsphase am Tivoli aber nichts zu bemerken. Die Wiener starten perfekt rein, erarbeiten sich gleich mehrere gute Möglichkeiten und gehen schon in Minute 10 nach einer schnellen Umschaltsituation durch. Marco Krüll mit 1:0 in Front. 9. Saisontor für Krüll, Feldhofer und Co. bejubeln eine frühe Führung. Entscheidend in der Entstehung ist der Ballgewinn von Ljubicic gegen Koch. Dann behält der Rapid-Mittelfeldspieler die Übersicht, findet den freien Krüll. In der Folge gibt es dann nichts zu halten für Ferdi Oswald im Tor der Wartener. Und es kommt noch besser für die Rapidler. Jonas Auer erkämpft sich den Ball gegen Bror Blume und zieht dann unwiderstehlich los. 2:0 in Minute 13. Ein guter Zeitpunkt für das erste Bundesliga-Tor von Auer. Die WSG kassiert bereits die Tore 60 und 61 in dieser Saison. Da passt alles zusammen. Aus Rapid-Sicht. Auer antizipiert zuerst gut. Blume legt sich den Ball zu weit vor und dann startet Auer wild entschlossen ein Solo und bringt den Abschluss unhaltbar für Oswald ganz genau im langen Eck unter. In weiterer Folge etwas Leerlauf, viele Ballverluste in dieser Phase. Die Tiroler zwar etwas aktiver, aber dann Rapid mit Robert Ljubicic. 1:0 für das Team von Ferdinand Feldhofer. Ein Traumtor von Robert Ljubicic nach Torvorlage von Marco Krüll. Der Ball hat viele Fee, dreht sich fast gar nicht, senkt sich aber dafür stark. Vielleicht schon ein Abschiedsgeschenk vom möglicherweise baldigen Dinamo Zagreb Legionär. Lange Eck nur um Zentimeter. Und kurz darauf wieder die Gastgeber. Wieder Auer mit der Passidee für Nicolas Binder. Und der Joker sticht zum 2:0.
Das erste Bundesliga-Tor für Binder in der 87. Minute. Und was für ein schönes, toller Ball aus dem Halbfeld. Super Annahme, dann vorbei an Oswald, rein ins Glück und rein in die zweite Runde der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League. Denn dieser Treffer von Nicolas Binder ist der letzte in dieser Bundesliga-Saison. Rapid gewinnt am Ende das K.O.-Duell mit den Wattenern.